Tief im Wald liegt unter Tannen ganz verwunschen und versteckt eine Weihnachtswichtelwerkstatt. Keiner hat sie je entdeckt. Hier wird nach Geheimrezepten etwas Leckeres hergestellt. Schokoladenweihnachtsmänner, sie sind Spitze in der Welt. Und die Weihnachtswichtel wirbeln in der Weihnachtswichtelei. Ab und zu kann man sie hören, denn sie singen gern dabei. Unsere Schoko-Weihnachtsmänner, ja, die sind etwas für Kenner. Wer sie ist, denkt hinterher. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Es ist seine letzte Fuhre. Der Weihnachtsmann braucht noch 5 Stück Schokoladenweihnachtsmänner. Er kommt jeden Augenblick. Gleich beginnt schon Heiligabend. Die Erwartungen sind groß. Doch die Ware ist nicht fertig. Was ist mit der Werkstatt los? Hü und Hott, das Rentierpärchen, hält das Warten kaum noch aus. Hü scharrt dauernd mit den Hufen. Hott zieht seine Stirne kraus. Für mich ist heute Heiligabend. Denn ich renn und renn und renn. Und auch ich habe jetzt den Eindruck, Rentier schreit mir mit 2 an. Groß, der alte Wichtelmeister, hat den Tieren Heu gebracht. Doch die Tiere sehen die Schlinge. Hey, was hast denn du gemacht? Ich kam leider aus Versehen an die glühend heiße Form. Meine fleißigen Gesellen, sie bemühen sich enorm. Da kommt schon Geselle Streber. Wir sind fertig, Meister Groß. Na, dann wollen wir mal sehen. Auf Ihr Zeichen geht es los. Weihnachtsmännchen Max rutschte aus und hat am ganzen Körper überall jetzt einen Knacks. Keine Zeit mehr zu verlieren, ruft der Wichtellehrling schlau. Und was er sofort zu tun hat, weiß der Lehrling ganz genau. Er schleppt das kaputte Mäxchen in die Werkstatt couragiert. Und dort wird's in aller Eile von dem Lehrling repariert. Um den Schokomax zu schmelzen, kommt er in den Schmelztopf rein. Und die Masse gießt der Lehrling in die Gießform dann hinein. Bald erklingt das Fertigglöckchen. Und wer kommt zur Tür hinaus? Irgendwas ist schiefgelaufen, sieht wie ein Osterhase aus. Meister Groß schreit vor Verzweiflung. Bist du geistig ganz verwirrt? Lehrling Schlau kann nur noch stottern. Hab mich in der Form geirrt. Freunde, keine Schuldzuweisung. Was geschehen ist, ist geschehen. Denkt ihr nach, wie lösen wir am besten das Problem? Liebes Mäxchen, sei nicht traurig. Alle lachen mich doch aus. Macht nichts, denn schon bald ist Ostern. Du bist deiner Zeit voraus. Er nimmt Mäxchen mit zum Schlitten, nimmt ganz vorne mit ihm Platz. Und Max sagt, was alle denken. Weihnachtsmann, du bist ein Schatz. Gibt es eine Schokolade?
Oh, das wäre ja mal schade. Wer sie ist, denkt sich vor Glück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück.